Hi Leute, heute mal zum Thema Investment in verschiedene Assetklassen und meine eigenen Überlegungen zu Buying My Dream Car. Denn Fakt ist, auch ich fahre gerne mit 4 Rädern durch die Gegend und da muss man sich einfach Gedanken machen, hey, was ist hier das Schlauste, was macht am meisten Sinn? Und immer wenn ich in Assetklassen investiere, versuche ich natürlich so wenig Geld wie möglich zu verlieren. Und das ist natürlich auch bei Autos so. Die ersten Überlegungen, die ich mir immer mache, wenn ich in ein Auto investiere, ist, ja, welches Auto darf es denn sein? Welches Auto hat die wenigsten Wertverluste? Und ich habe ja selber, wer es noch nicht weiß, fast 10 Jahre für die Automobilindustrie gearbeitet. Und habe also da viel Erfahrung gemacht. Wir haben damals Motoren und Getriebe entwickelt in der Automobilindustrie. Hauptsächlich oder primär würde ich sagen, für bessere Autos, also hochwertigere, hochpreisigere Autos. Nicht bessere Autos, aber hochpreisigere Autos. Und jetzt geht es natürlich auch da um meine eigene Philosophie. Was kann ich eigentlich tun, um beim Autokauf möglichst wenig Geld zu verlieren? Heute drehe ich ausnahmsweise mal ein Video von zu Hause. Das mache ich selten. Warum mache ich das selten? Na, weil ich einfach selten zu Hause bin. Entsprechend, ja, diesmal ein Video aus den eigenen heiligen Hallen. Beim Autokauf grundsätzlich würde ich sagen, ich kaufe mir definitiv nie einen Neuwagen. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie beim Wohnungskauf. Ich kaufe eigentlich nie was vom Bauträger. Ich kaufe auch keine neuen Wohnungen, sondern ich kaufe in der Regel immer Bestand. Warum kaufe ich Bestand? Das ist ganz einfach, weil ich die neue Art und Weise zu bauen nicht so besonders gut finde. Ich habe das Gefühl, wir haben dann Plastikfenster, Plastikwände, Plastiktüren, Plastikhaus, wo alten außen am Haus Müll klebt, Styroporplatten. Und es gibt auch wenig Studien dazu, ob das überhaupt gut ist für unsere menschliche Natur. Und ich sage immer, hey, es gibt einen riesen Unterschied, ob ich mein Brot in eine Plastiktüte packe oder in eine Papiertüte. Das schmeckt komplett anders. Und die gleiche Philosophie übertrage ich natürlich auch, wenn ich Autos kaufe. Das heißt, es geht mir darum, dass ich ein Auto habe, was möglichst wenig Wertverlust hat. Und das ist schon mal schwierig, weil im Prinzip fallen dadurch fast alle Autos aus, die jedes Jahr einen Facelift haben. Und jetzt wie beim Smartphone gibt es jedes Jahr einen Facelift, dann ist das Smartphone vom Vorjahr im Prinzip kaum noch was wert. Also müsste es hier auch die Philosophie geben, sich eher Handys zu kaufen, die wenig Facelifts haben. Aber das macht natürlich im technologischen Bereich nicht so viel Sinn. Aber bei Autos ist das ein bisschen anders, weil, ich sag mal so, auch ein Auto, das 50 oder 60 Jahre alt ist, mehr als dass es dich von A nach B bringen kann, können sie eigentlich heute auch noch nicht. Die können nicht fliegen, die können eigentlich nichts dazwischen im Prinzip. Also es hat sich da wenig getan. Also bei Autos habe ich grundsätzlich die Philosophie auch, keine Neuwagen, weil wie schon gesagt, du fährst vom Hof. Und 25% Wertverlust sind mit dabei. Sondern ich versuche eher Autos zu kaufen, die sehr wertstabil sind. Deswegen fahre ich auch den Wrangler. Meiner Meinung nach habe ich meine Statistik gelesen. Das ist eines der wertstabilsten Autos überhaupt. Ich bin total zufrieden. Ich habe diesen Wrangler Sahara im Sommer heimlich Cabrio fahren. Winter, da freue ich mich drauf, wenn ich damit viel VWDs durch den Schnee ballere. Ich fahre generell sehr wenig Kilometer im Jahr. Also wenn es 9000 ist, ist das schon gewaltig. Und deswegen macht das bei meinen Autos nicht so viel, wenn die jetzt 1 Liter mehr oder 2 Liter mehr Sprit brauchen. Dadurch, dass ich super, super wenig fahre, fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Und auch die Greta ist nicht böse auf mich, weil ich generell wenig fahre. So, also wenn ich jetzt selber Überlegungen zu Autos antreffe, versuche ich immer, also Autos zu finden, die nicht so viel Modellwechsel haben, die auch eher schon etwas älter sind. Und ganz wenig Kilometer auf dem Buckel. Also am liebsten habe ich das sogenannte Opa- und Oma-Auto aus deren Garage. Manche sagen, die kaufen ja Opa- und Oma-Häuser. Ich kaufe Opa- und Oma-Autos, die in der Garage standen und super gepflegt sind und wenig Kilometer auf dem Buckel haben. Und mit dem Prinzip bin ich in der Regel immer sehr, sehr, sehr gut gefahren und hatte wenig Stress mit meinen Autos. Aber jetzt will ich ein Auto für mich selber kaufen. Ein Privatauto habe ich ja schon, den Wrangler. Und der ist auch super cool, aber ich wollte auch hier meine Assetklassen ein bisschen streuen und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, mir als Firmenwagen einen Oldtimer zu kaufen. Warum bin ich auf diese Idee gekommen? Ja, ich habe mir auch überlegt, ein gebrauchtes Auto zu kaufen, was 5, 6 Jahre alt ist, aber es gibt ja vom Staat her diese 1%-Regelung vom Bruttolisten-Neupreis und die ist irgendwie gar nicht gut, wenn du jetzt einen 5 Jahren alten, ich will es mal übertreiben, eine S-Klasse kaufst von Mercedes und die ist 5 Jahre alt, dann erwischt sich eher übel, weil die hat dann einen Neupreis gehabt, ich sage jetzt mal irgendwas von 160.000 Euro
Und da hast dann 1%, 1600 Euro geldwerter Vorteil im Monat, den du versteuern musst. Und das ist natürlich echt eine Strafe. Also das heißt, bei Firmenwagen macht diese Regelung 5 Jahre alt gar keinen Sinn. Sondern die Autos kaufe ich, deswegen fahre ich meinen Wrangler auch eher privat, weil mein Vorgänger hatte alles in das Ding investiert, was man investieren konnte. Und die Kiste ist monster cool. Aber wenn ich den als Firmenwagen ansetzen würde, würde es mir wahrscheinlich in der Konstellation die Schuhe ausziehen. Und ich lasse mir nicht gerne die Schuhe ausziehen. Und deswegen habe ich überlegt, hey, was kann ich denn machen, um diese 1%-Regelung für mich wirksam zu machen? Eine Sache, die aktuell die Regierung ausprobiert, ist, dass es quasi auf E-Fahrzeuge da einen steuerlichen Rabatt gibt. Ich glaube, du musst nur 50% dann statt so 1% und 0,5% ansetzen. Aber wo dir diese Regelung auch zugutekommt, ist im Prinzip bei Oldtimern oder bei alten Autos. Na, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto kaufst von 1960 oder 67, das ist jetzt mein Plan, und du fährst zum Beispiel ein Ami, und er hat dann damals einen Bruttolisten-Neupreis gehabt von, wie es meiner, 3.600 Euro. Dann sind das irgendwas bei 3.400 Euro, also die 3.600 Dollar. Und das sind 1%, 34 Euro im Monat. Und das ist natürlich gar nichts. Und das finde ich natürlich super. Das heißt, der Staat will, dass ich einen Oldtimer fahre. Viele fragen mich auch immer, hey Flo, jetzt hast du jetzt ein Eigenheim oder gar kein Eigenheim? Und auch hier habe ich mir was ausgedacht. Denn das Problem ist beim Eigenheim, dass du halt in der Regel nichts von der Steuer absetzen kannst. Aber ich habe auch hier wieder auf die Regierung gehört und die hatte ja ein Sonderprogramm. Das heißt, wenn du in einem Einzeldenkmal wohnst oder du bist in einem Zielfördergebiet, dann kannst du alle Sanierungskosten deiner eigenen Wohnung im Prinzip auf 12 Jahre von der Steuer absetzen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir im Prinzip eine alte Wohnung gekauft, die sanierungsbedürftig war, aber die geil war von der Grundveranlagung. Das Haus war auch total cool. Und dann habe ich enorm viel Kohle für meine Verhältnisse in den Ausbau der Wohnung gesteckt. Ich habe zum Beispiel, kann man hochblenden, in der Wohnung gibt es keine Ecken. Ich war mal in Barcelona und was mir da total geil gefallen hat, war in einem Gaudi-Haus, dass es quasi keine Ecken hatte, nur Rundungen. Das gibt irgendwie ein cooles Feeling, auch ein geiles Raumgefühl, weil ich habe sehr, sehr hohe Decken. Und da habe ich mir gedacht, ey, wow, cool. Das machst du auch. Und dann habe ich mir quasi auf Empfehlung des Staates eine denkmalgeschützte Immobilie gekauft, in der ich selber drin wohne. Und so konnte ich den gesamten Ausbau von der Steuer abziehen und habe quasi einen Weg gefunden, wie ich meine eigene Hütte von der Steuer absetzen kann. Weil wenn du eine Bruchbude kaufst für wenig Geld und du musst sehr viel investieren in die Wohnung, dann ist es quasi so, als könntest du die Wohnung komplett von der Steuer abziehen. Und das ist natürlich super. Ah, hier auch eins meiner Vorbilder, Che Guevara. Und dann kannst du natürlich richtig Gas geben, ne? Und das habe ich auch getan, weil ich konnte alles von der Steuer abziehen und partizipiere heute noch drin, weil so lange wohne ich hier noch nicht in der Wohnung. Ich habe früher mal zur Miete gewohnt. Also das, was ich predige, mache ich auch selber. Und ja, nur als kurze Exkursion, dass ich halt selber auch immer versuche, gute Wege zu finden. Ja, bei der Suche bei meinem eigenen Auto bin ich also auf die gleiche Idee gekommen, letztendlich ein Auto zu fahren, was etwas älter ist. Und das finde ich auch super, weil die ganzen modernen Autos, da kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass die als Oldtimer durchgehen, weil wenn du dir eine neue E-Klasse kaufst, einen neuen Audi kaufst, da ist ja nur noch Kabel drin, da ist ja nur noch Elektrik drin. Und wenn das Ding 20 Jahre alt ist und der Kabelbaum wird brüchig, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Audi jetzt von jedem Fahrzeugmodell oder Mercedes jetzt von jedem Fahrzeugmodell einen kompletten Kabelbaum vorhält. Und die Sachen funktionieren ja auch meistens nicht so super, weil irgendwie immer was kaputt geht bei der Elektronik heutzutage. Das haben wir irgendwie noch nicht so richtig raus, dass das super zuverlässig funktioniert. Entsprechend, ja, habe ich da gedacht, ich kaufe mir einen Oldtimer und jetzt ist bei mir ein Mustang geworden, weil ich schon immer Mustang-Fan war. Hier sieht man auch. Cooler Mustang-Hoodie, ich bin totaler Hoodie-Fan im Winter, was schön warm ist und man kann dann die Haube über die Ohren setzen, vor allem auch fürs Fliegen ist es geil, wenn du im Flieger sitzt, dann hast du ja oft die Gefahr, dass die Klimaanlagen so heftig eingestellt sind, dass du dir eine Erkältung holst und dann machst du einfach einen Deckel drauf, zack, und dann bist du eigentlich safe eingepackt und das ist natürlich auch super. Ja, und auch vielleicht nochmal eine kurze Sache. Ich habe auch mal schon über Lego Investments gesprochen. Der hat mir total hier geil gefallen. Genau das gleiche Auto, was ich mir gekauft habe, habe ich jetzt quasi auch als Lego-Sammlung gefunden. Und da musste ich natürlich zuschlagen, weil es ist genau meiner. Nur die Farbe stimmt nicht. Das ist hier Presidential Blue. Und ich habe den Original Dark Green von dem Film The Bullet mir rausgelassen. Und der ist gerade im Moment in der Pflege. Das heißt, ich lasse ihn folieren, er kriegt neue Felgen, er kriegt eine neue Auspuffanlage.
Ja, im Moment habe ich als Radio nur AM, das ist auch ein bisschen scheiße. Das heißt, ich kann hier in Deutschland überhaupt kein Radio hören. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was kann ich da radiotechnisch machen. Und was mein guter Kumpel Justus mir geschenkt hat, das eines der geilsten Geschenke überhaupt ist, ein Lichtset für den Mustang. Also es gibt wirklich LED sogar. Es gibt wirklich verrückte Sachen. Und das ist auch genau das Gleiche, was ich gerade mit dem Mustang machen lasse. Weil im Moment ist wirklich so die Beleuchtung, wenn du nachts fährst, als wenn da vorne so ein Teelicht drin steht. Das heißt, du kannst im Prinzip kaum was sehen. Und jetzt wird da auch jetzt wird die Elektrik ein bisschen überarbeitet, neue Birnchen reingeschraubt und was man machen kann. Das heißt, das Auto bekommt jetzt ein Facelift, ein eigenes Facelift bei allen Sachen, die modernes Fahren möglich machen, das ich noch gut als Firmenwagen verwenden kann. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn er ein bisschen mehr Sprit braucht oder ein bisschen mehr Steuern verursacht, weil ich fahre erstens super wenig. Und zweitens, ja, die 1%-Regelung ist halt cool. 1%, ne, wie schon gesagt, von 3.400 Euro sind 34 Euro im Monat. Und die kann man sich schon mal leisten. Und das ist ja nur der geldwerte Vorteil. Das heißt, die Steuern darauf, wenn du 30 oder 40% Steuern zahlst, bist du am Morgen bei 15, 16, 17, 18 Euro im Monat für das Fahrzeug. Und das ist wirklich stark okay. Also auch hier macht es wieder Sinn, das zu machen, was der Staat von dir will. Was ich im Moment auch mache, was ich ganz witzig finde, steht ja mein Köfferchen. Nur kurz zur Erklärung. Mein Nachbar ist ein totaler Waffen-Nerd, würde ich wirklich sagen. Also der liebt das Schießen. Ich war früher, habe ich sogar mal wegen Verweigerung, bin ich nicht zum Zivildienst gegangen. Aber ich habe mich dann irgendwie mal vollschnacken lassen und bin dann mal mitgekommen, weil gesagt hat, du Schießen, das hat ja nichts mit jetzt damit zu tun, dass du gleich in den Krieg ziehst. Ich so, okay, weil ich echter Pazifist bin, ich mag keinen Krieg. Dann habe ich mich wirklich mal breitschlagen lassen, mitzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist irre, wie du, wenn du dich fokussierst beim Schießen, wie du dich entspannen kannst und wie du deinen Alltagsstress letztendlich hinter dir lassen kannst. Und das hat mich echt überzeugt. Und jetzt gehen wir zusammen einmal die Woche, also wie so eine Zeremonie, schießen. Und das macht richtig Spaß. Natürlich ist mein Baby immer mit dabei. Weil ich hole mir jetzt den Baney mit uns an Bord. Ich bin jetzt gerade allein und halte die Kamera quasi mit der Hand. Egal, wo ich mich hinbewege, der rutscht hier immer nach. Und das ist auch der gleiche Dogo, den du siehst. Sorry, dass ich jetzt mal die Hand im Bildschirm hatte. Das ist auch der gleiche Dogo, den du siehst auf meinen Buchcovern. Der Baney ist immer mit dabei. Das ist hier unser Schatzi. Und nix ohne den Baney. Das ist hier unsere automatisierte Alarmanlage. Und was hat der Polizist letztens gesagt? Weil bei uns haben sie mal einen Keller ausgeräumt. Schade, dass er nicht in ihrer Wohnung war. Habe ich auch gedacht, der arme Einbrecher. Naja, jetzt gehen wir mal weiter in mein Arbeitszimmer. Also ich hatte jetzt nicht vor, heute eine Wohnungsbesichtigung zu machen, sondern eigentlich wollte ich ein bisschen mit euch über Auto quatschen. Deswegen setze ich mich jetzt mal hier an meinen Schreibtisch. Also die Idee, hier ist eine Karte, da habe ich von Nürnberg, da habe ich meine aktuellen Bauprojekte drauf, die ich in einem Jahr mache oder so. Okay. Also im Prinzip, also beim Autokauf, gleiche Richtlinien letztendlich, wie wenn du dir eine Wohnung kaufst. Es geht darum, dass man hohen Wert bekommt für das Geld, was man bezahlt. Es geht darum, wenig Wertverlust zu haben. Es geht darum, dann auch am Ende nochmal zu schauen, ob es steuerlich auch interessant ist und natürlich sich selber nur Sachen zu kaufen, die einem auch wirklich, wirklich Fun machen, die einen begeistern, wo man Spaß dran hat, weil ansonsten gebe ich keinen Cent aus. Ich habe früher immer nur ganz kleine Autos gekauft, die ich mir für einen Tausender oder so rausgelassen habe. Auch damals, als ich Angestellter war, und ich war am Ende dann irgendwann mal der kaufmännische Geschäftsführer von der Hütte. Und da war es auch so, dass wir wirklich, weil wir haben ja in der Automobilindustrie gearbeitet und ein tolles Firmenwagen rauslassen konnten, aber ich habe mir lieber die Leasingrate auszahlen lassen, habe eine kleine Gurke gefahren und habe dann meine Kilometer raus abgerechnet. Das war absolut wesentlich interessanter und da gibt's auch schöne Anekdötchen, wo ich dann mit meinem 10 Jahre alten Opel Corsa zwischen dem riesen Luxusauto vom Chef und der Nobelkarosserie vom Kunden stand und in der Mitte stand halt mein verbeulter alter 10 Jahre Opel Corsa. Und das sind so Erinnerungen, die habe ich gern, weil die zeigen halt auch die Anfänge und die zeigen auch dein Mindset und die zeigen halt auch, dass Konsum nicht alles ist, sondern dass man auch gerade beim Vermögensaufbau, dass es Sinn macht, einige Jahre Konsumverzicht zu betreiben, um letztendlich dann auch finanziell frei sein zu können. Und deswegen arbeite ich auch heute noch, auch mit Mitteln der zum Beispiel der Visionscollage. Im Hintergrund sieht ihr zum Beispiel meine Vision, das sind Sachen, die mir wichtig sind.
Also einfach auch, dass man Ziele für sich selber visualisiert, um damit weiterzukommen. Setze ich mich wieder hin. Das ist für mich irgendwie ungewohnt, in meiner eigenen Bude Videos zu drehen. Das mache ich sehr selten. Aber heute habt ihr mal einen kleinen Eindruck gewonnen. Und ja, ich bin schon voll gespannt jetzt auf meinen Dream Car. Also ich bin total aufgeregt und heute fahre ich mal los und der Justus kommt auch mit. War schon bei der ersten Besichtigung nicht dabei, um das Auto zu begutachten, weil ich kenne mich mit Oldtimern im Prinzip wenig aus. Und auch hier macht es dann wieder Sinn, jemanden mitzunehmen, der wirklich einen Plan hat von dem, was er tut und in was er investiert. Weil ich hatte davon überhaupt keinen Plan. Autos sind dann auch schon ein bisschen schwieriger zu bewerten. Also ich fahre im Block und sage, okay, es gefällt mir. Na gut, ganz so schlimm ist es nicht. Aber im Prinzip kann ich sonst gerade einen Oldtimer schwer einschätzen. Da hatte ich jetzt zum Glück jemanden dabei, der voll auf American Cars steht. Und ja, bei einem GT93 hatten wir beide, glaube ich, Baujahr 67, hatten wir beide, glaube ich, den gleichen Fun. Und ja, jetzt ist die Lady, Big Mama wurde sie jetzt gekauft von der Frau meines Kfz-Mechanikers. Und der ist auch genauso viel Spaß letztendlich bei der Überarbeitung wie ich. Heute fahre ich mal hin und gucke mir mal den Stand an, wie es sich Big Mama aussieht. Und wir haben heute traumhaftes Wetter draußen, obwohl es schon November ist. Und deswegen will ich diesen Tag mal nutzen, um vorbeizufahren und mir die Big Mama anzuschauen. Jetzt mache ich noch eine Sporteinheit, weil ich habe mir bei mir zu Hause ein Fitnessstudio eingerichtet und Sport ist mal wieder fällig, gerade in den Herbstmonaten. Das Wetter ist ja so scheußlich, dass man da auch vor lauter Frust auch ständig Lebkuchen isst und Schweinsbraten und was weiß ich was. Und entsprechend muss man natürlich dann auch hinterher aufs Laufband, um sich die Fünde wieder abzuarbeiten. So, aber ich wollte euch mit dabei haben, gesagt habe, wow, jetzt kauft sich der Flo mal sein Dreamcar, aber auch hier wieder steueroptimiert. Auch hier wieder war der Gedanke, dass umso länger ich das Auto habe, ich möglichst wenig Wertverlust habe. Und viele bezeichnen ja auch Oldtimer als Asset-Klasse, als Anlageklasse. Und deswegen habe ich jetzt hier mal in die Anlageklasse Oldtimer investiert. Ich finde steuerlich interessant. Auch in Lego habe ich investiert. Also nicht, dass ihr denkt, dass mein Spruch vom letzten Mal, man kann auch in coole Bausätze investieren, ein Fake war. Ich habe auch mal ein Video vom Kolja beim letzten Video mit runtergepostet. Der Kolja hat ja ein cooles Video gemacht zum Thema Wertanlage in Lego. Da gibt es Leute, die machen mit ihren Bausätzen 300-400%. Und das finde ich auch ein geiles Investment, genau wie Häuser oder Wohnungen, weil man sieht halt, was man hat, man fährt vorbei und man freut sich. Und genauso ist ein Lego-Bausatz irgendwie was Cooles. Also ich habe als Kind schon super begeistert mit Lego gespielt. Deswegen ist das auch ein emotionales Thema. Und jetzt bist du quasi live dabei, wie der Flo seinen Dreamcar kauft. Und wie schon gesagt, heute gucke ich mal, fahre ich mal beim Andi vorbei und schau mal, wie weit wir hier schon sind. Also das sind meine Beweggründe, einen Oldtimer zu fahren. Aber ich rüste den jetzt schon ein bisschen auf, dass es auch modernes Fahren ist. Ne, weil soll ja auch anspringen, das Ding, und keine Scherereien machen. Und Musik will ich auch hören, dazu singen können. Und nicht ständig damit Kopfhörer durch die Gegend nudeln. Wobei mein Kfz meinte, naja, mit der neuen Auspuffanlage, ob du dann das Radio überhaupt noch hörst. Ich bin total gespannt, was er letztendlich jetzt hier im Angebot hat. Auf jeden Fall seid ihr live dabei. Und der Flo beim Buying His Dream Car. Also liebe Grüße und ich bin gespannt, was ihr vom Auto hält. Also ich hol's mir jetzt gleich ab. Jetzt ist es ungefähr 9 und um 11 bin ich, um 12 fahre ich los, um mir mein Auto mal anzuschauen. Das steht momentan in Ansbach. Ich selber wohne in Nürnberg. Das heißt, ich muss so eine knappe Stunde fahren, weil der Andi wohnt dort. Und dann gucken wir uns mal an, was der Andi uns so zu sagen hat. Also beste Grüße aus Nürnberg, euer Flo. Hey, ich grüße dich. Für alle, die noch kein Eigenkapital haben, jetzt gut zuhören. Im Leben ist eigentlich vermögenstechnisch ein Dreiteiler. Der erste Teil beschäftigt sich damit, sich zu qualifizieren. Da ist Deutschland gut aufgestellt, dich zur Fachkraft zu entwickeln, damit du in der Lage bist, mit deinem Kopf, mit deinen Händen aktiven Cash zu generieren. Der zweite Teil, und das müssen wir lernen, und das ist mit das Schwierigste, ist, wie man Geld managt, wie man Vermögen aufbaut, wie man Geld behält. Und erst der dritte Teil beschäftigt sich eigentlich mit Investment. Weil um investieren zu können, brauchst du auch Investitionsmasse. Wenn dir also noch Eigenkapital fehlt und du noch nicht so den Bogen raus hast, wie man sein eigenes Geld managt, und das betrifft eigentlich die meisten Menschen, dann schau dir doch mal meinen Kurs an, das 1x1 des Vermögensaufbaus, denn hier wird dir geholfen.
Beste Grüße, dein Florian. Guten Morgen, Leute. Heute, ganz interessant, war ich mal beim Zentralfinanzamt, weil ich habe ja vor, eine kleine Sünde zu begehen. Nein, normalerweise bin ich ja kein Freund von zu teuren Autos. Nee, jetzt habe ich vor, meine Firma einen Wagen anzuschaffen, der schon im Bereich von 100.000 Euro liegt, vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter. Das kommt jetzt auf mein Verhandlungsgeschick an. Und jetzt wollte ich natürlich im Vorfeld wissen, ob ich ein Problem habe, wenn ich ein Auto in der Größenklasse bei meiner Firma als ins Betriebsvermögen überführe. Natürlich will ich dann auch ganz regulär mit 1% versteuern, wie sie es gehört. Aber mein Steuerberater und auch meine Buchhalterin im Prinzip konnten mir jetzt nicht sagen, ob das Finanzamt da irgendwie ein Problem sieht und sagt, ich kaufe mir den eher aus für private Zwecke. Aber ich habe selber ja auch ein Auto, ein Privatfahrzeug. Und deswegen wollte ich einfach wissen, wenn ich den regulär versteuere mit 1%, ob das hinhaut. Und ich muss sagen, die waren super nett jetzt beim Finanzamt, total höflich. Und haben sich meine Geschichte angehört, haben mich da auch ernst genommen, haben mir gesagt, dass wie lange ich den abschreiben soll, wie ich es genau machen soll. Könnten mir aber keine verbindliche Auskunft geben, dann müsste ich dann eine Anfrage stellen. Der Kollege hat jetzt gesagt, die würde so 100 Euro kosten. Und dann habe ich gefragt, ob das sinnhaft ist, jetzt die 100 Euro zu investieren. Er meinte, nee, Sie müssen sich da eigentlich keine Sorgen machen. Das müsste schon so klappen, wie Sie das vorhaben. Das freut mich, denn bei größeren Investitionen kläre ich die immer ab vorher. Denn lieber vorher abklären, als hinterher auf die Fresse kriegen. Denn ich habe überhaupt keine Lust, Ärger mit dem Finanzamt zu haben. Hatte ich noch nie, will ich auch nicht haben. Ich bin da brav und versteuere das, was zu versteuern ist. Ich versuche eher betriebswirtschaftlich einen guten Job zu machen, damit ich dann auch, ich sag mal so, den Chef da hinten bezahlen kann. Und deswegen einfach vorher fragen, halte ich für die absolut sinnvolle Variante, auch wenn der Buchhalter oder Steuerberater nicht genau weiß, geht das nun und geht das nicht. Und die sind echt nett hier, muss ich wirklich sagen. Wow, hätte ich nicht gedacht. Hatte ja ein bisschen Schiss. Beste Grüße aus Nürnberg, euer Flo. Hi Leute, Operation Dreamcar Part 2. Part 1. War die Mistkarre erstmal zu finden. Ich habe jetzt 1,5 Jahre gebraucht, um mein Traumauto zu entdecken. Und deswegen sind wir heute ganz knallhart hier auf der Überholspur, natürlich links unterwegs, auf dem Weg zum Traumcar, zum Jochen, denn der ist ein Autoscout und hat es fertig gebracht, endlich mein Traumcar zu finden. Und ich muss sagen, es war hart, es zu finden. Ihr glaubt gar nicht, was mir unterwegs alles passiert ist. Das erste Traumcar, was ich gefunden habe, bin ich hingefahren. Und dann hat der Typ es nicht übers Herz gebracht, mir die Karre zu verkaufen. Der fing fast an zu flennen und seine Frau hat gesagt, ey Baby, musst du ja nicht verkaufen. Fand ich klasse, konnte ich wieder nach Hause fahren mit leeren Taschen. Weil das zweite Mal, wo ich die Karre kaufen wollte, oh, das war knapp. Beim zweiten Mal, wo ich die Karre kaufen wollte, das war noch besser, das war in der Ecke Frankfurt. Da habe ich quasi jemanden gefunden nach, ich würde sagen, 4 Wochen langen Verhandlungen, wo ich gesagt habe, okay, der will wirklich nicht runter mit dem Preis. Ihr wisst ja, ich bin beim Immobilienkauf ein Schnäppchenjäger. Und wenn du links, irgendwie hat er sich verlaufen, wenn du links quasi immer ein Schnäppchenjäger bist, dann willst du natürlich auch versuchen, rechts ein Schnäppchenjäger zu sein. Also habe ich versucht, meinen Oldie natürlich auch günstig einzufangen, habe also lange verhandelt und habe dann irgendwann die Flit ins Korn geworfen und habe ganz emotional und dumm gesagt, scheiße, jetzt zahlst du auch den Preis, habe mir dann einen Kfz-Mechaniker vor Ort besorgt, habe mir ein Zugticket gekauft, um den Wagen dann abzuholen, schicke abends noch eine SMS, bin dann mal morgen da und habe einen Kfz-Mechaniker organisiert. Und was war? Schickt er mir 2 Stunden vor Abfahrt eine SMS. Du, mein Bekannter hat jetzt mitgekriegt, dass du kommst und er nimmt ihn jetzt. Super. Deswegen diesmal war ich mit Justus unterwegs. Zum Glück war Justus dabei. Und haben uns in Schwanau, also relativ weit entfernt von Nürnberg, wieder einen neuen Mustang angeschaut. Und wir waren recht begeistert von dem Ding. Und diesmal habe ich sofort eingetütet, habe angezahlt. Der wollte erst keine Anzahlung haben. Nix war. Ich habe auf jeden Fall darauf bestanden, eine Anzahlung geben zu dürfen. Sowas hatte ich auch noch nicht, damit der Wagen safe ist. Und heute endlich, nach 6 Wochen, fahren wir also nach Schwanau, um mein Dreamcar abzuholen. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt 45 geworden. Ich glaube, das ist so mein, wie sagt man in dem Jahreszeit, mein Life Crisis Mobile. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich das aus voller Überzeugung kaufe, weil ich ihn geil finde, oder weil ich jetzt in dem Alter komme, wo man Komplexe kriegt und braucht so ein Ding. Aber ich freue mich megamäßig drauf und wir sind jetzt erstmal 4 Stunden knapp unterwegs
um uns das Auto anzuschauen, kleine Probefahrt zu machen. Und dann hoffe ich, ja, weil die erste Frage war an mich, du bist auch ADAC-Mitglied. Das hat mich jetzt nicht so erbaut, weil diese Frage hat natürlich einen Zusammenhang. Er meinte, ich weiß nicht, ob du ankommst. Also ich bin gespannt, ob es das Ding packt. Auf jeden Fall sind wir mit 6,4 Litern dann auf dem Rückweg unterwegs. Und ich freue mich schon wie verrückt und bin gespannt, ob mir auf dem Rückweg die Ohren nicht wegfliegen. Deswegen habe ich auch meine Anti-Akustik-Kopfhörer mit dabei, als Notfall, wenn mir die Ohren dröhnen. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt wie Sau, die Karre abzuholen. Und ihr seid live dabei. Beste Grüße aus unserem Mietwagen. Hier auf dem Weg von Nürnberg nach Schwanau. Aber vielleicht noch eine interessante Information. Wenn ich weite Touren mache, nehme ich mir eigentlich immer einen Mietwagen. Erstens, was geil ist, mal was anderes zu fahren. Weil du merkst auch oft dann, du hast mal einen Modellwechsel, du weißt ja nicht mal mehr, wie das Ding angeht. Oder geschweige denn, wo der Rückwärts- und Vorwärtsgang ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool, hier wieder back to the roots, dass du bei Mercedes quasi wieder so eine Art, ich sag mal, Lenkradschaltung hast und quasi wieder den Vorwärts- und den Rückwärtsgang am Lenkrad einschalten kann. Also interessant. Und was ich euch echt empfehlen kann, das ist ein cooler Travel-Hack, wenn ihr ADAC-Kunde seid. Ich glaube nicht, dass man billiger buchen kann, vor allem wenn du Kilometer Unlimited nimmst über die ADAC-Tarife. Das heißt, gerade wenn du mal so einen Tag fährst, dann kriegst du zwischen 60 und 100 Euro echt eine krasse Karre, und zwar Kilometer Unlimited. Und wenn du mal so eine schnelle Tour nach Berlin machst, morgens hin und abends zurück und ballerst auf die Kiste 1000 Kilometer, dann macht es echt Sinn, einen Leihwagen zu nehmen, weil das kommt nicht viel günstiger, als wenn du mit deinem eigenen Gefährt letztendlich diese Tour abdrivest. Und es macht Spaß. Also, heute unterwegs, wir halten euch auf. Information, was jetzt noch so alles Schönes passiert, und ich freue mich wie Sau, gleich mein Dreamcam in Empfang zu nehmen.